Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einer kleinen Mini-Theorie. Und zwar geht es um einen der Dies, die wir bisher noch nicht entdeckt haben. Wer das ist, verrate ich euch nach einem kurzen Intro. Mihawk sagte einst in Marineford, dass Ruffy eine sehr spezielle und mächtige Fähigkeit hat, und zwar die Freunde bzw. Verbündete zu machen. Wer weiß, vielleicht ist dieses ein Faktor, den alle Ds haben. Haben die Ds möglicherweise einfach diese Aura, die andere dazu bringt, sich ihnen anzuschließen? So wie Silvers Rayleigh sich Roger anschloss und ähnliches. Gehen wir mal davon aus, dass es wirklich etwas ist, mit dem die Ds gesegnet sind. Es gibt in One Piece einen Charakter, der mindestens genauso ausgeprägt die Fähigkeit hat, Freunde bzw. eher Verbündete um sich zu scharen wie Ruffy. Und zwar Buggy. Buggy kann nichts. Buggy ist nichts. Und dennoch schafft er es immer wieder, dass sich ihm Leute anschließen. Sei es seine alte Piratencrew, die Gefangenen aus Impel Down oder nun die ganzen Mercenaries, die sich seinem Geschäft nun anschließen. Ohne irgendeine Kraft zu haben, ist er mittlerweile ein Shichibukai, beziehungsweise mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich, aber er war ein Shichibukai. Buggy ist der einzige, der Ruffy ebenbürtig ist, was diese Fähigkeit angeht. Und sollte es wirklich eine Spezialität der Ds sein, wäre es gar nicht verwunderlich, wenn auch Buggy ein D wäre. Stellt euch mal vor, Buggy der Clown ist genauso wie bei Roger damals eine falsche Schreibweise. Und er heißt eigentlich Buggy D. Clown. Im Englischen macht dies sogar in der Tonart Sinn. Buggy the Clown oder wie viele es aussprechen, Buggy the Clown. Hört sich genauso an wie Buggy D. Clown. Was haltet ihr von dieser kleinen Mini-Theorie? Ich weiß, ein bisschen verrückt, aber ich muss es einfach mal raushauen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Like und Abo dalassen und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.